Wir sind hier am Nussdorfer Friedhof am Grab von Herbert Czarek-Roos, auch ein bekannter Spieler der Meistermannschaft von 1955. Czarek ist 1953 vom Grazer SC zu Wiener gekommen und ist bis Anfang der 60er Jahre auf Torejagd gegangen, hat 123 Meisterschaftsspiele bestritten und dabei 66 Tore geschossen, hat als Markenzeichen einen Bombenschuss gehabt und war auch im Nationalteam sehr erfolgreich. Der Czarek-Roos ist bis heute der letzte Torschütze einer Olympia-Auswahl, 1952 in Helsinki. Die letzten 65 Jahre seines Lebens hat er im Karl-Marx-Hof gewohnt, also gleich direkt neben der Hohen Warte, und hat auch mit dem Blau-Gelben mitgelitten, mit dem Auf und Ab, mit den Meisterschaften, mit Abstiegen, Wiederaufstieg, die ganzen Turbulenzen rund um die Wiener. Das hat er alles mitgekriegt und war, wie gesagt, auch sehr oft zu Gast bei uns auf der Hohen Warte. Ist leider letztes Jahr 2018 verstorben, aber er gehört ganz einfach zur Meistermannschaft dazu und ist ein Urgestein der Wiener.